Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Lumen-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Eigentlich hatte ich den Zalando-Adventskalender gesucht und bin dann bei Zalando auf ihn hier gestoßen. 99,95 kostet das Schätzelein und ich fand das ganz interessant, denn Lumen gibt es jetzt auch aktuell ganz, ganz frisch bei Purish. Mein Gott, ich bin hier echt krass am Reimen in diesem Intro. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, da könnt ihr mit meinem Rabatt auch immer ein bisschen was sparen. Naja, Lumen kommt aus Finnland und es ist ein extrem wunderschönes Kalenderdesign. Ich meine, zieht euch das mal rein. Und ja, das ist, es ist einfach hübsch, ne? Man kann diesen Schuber wohl irgendwie entfernen und dann hat man einen Boxen-Adventskalender, der wieder sehr schön aussieht. So von außen hat man auch gar nicht dieses Branding oder so. Und auch von innen, ne? Das ist echt ein 1A wiederverwendbarer Adventskalender. Auch auf den Boxen steht soweit nichts drauf. Und jetzt machen wir mal die Nummer 1 auf. Da habe ich etwas drin, Nordic Sea Triple Glow Radiance Elixier mit 15 Millilitern. Ich meine, das wurde auch von Steffi in ihrem Schminki verwendet. Vitamin C finde ich wundervoll, das ist ein ganz tolles Produkt, was man vor allem morgens gut verwenden kann, also ein guter Inhaltsstoff, ne? Und ja, habe ich Bock drauf, wird auf jeden Fall in Anwendung genommen. Und wenn das halt dann auch noch in dem Sinne Glow geben wird, weil die Flasche, die glänzt auch so, vielleicht optisch dann auch wirklich noch was verstärken könnte, ne? Dann würde ich mir das richtig gut als Primer vorstellen können. Und ich meine, dass wir in dem Adventskalender auch sogar Make-up-Produkte finden dürfen. Die nächste Box ist natürlich die Nummer 2. Da haben wir einen Tiegel drin. Nordic Bloom Anti-Wrinkle and Firm Day Moisturizer mit 15 Millilitern. Also eine Tagescreme, mit der man quasi dann die Faltentiefe minimieren soll. Finde ich sehr angenehm und ja, 15 Milliliter finde ich ist auch eine angenehme Größe, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier ist ein Typchen drin. Nordic Clear Balancing Clay to Foam Cleanser. Auch interessant, ne? Das ist dann so ein lehmiges Produkt, was dann zu einem Cleanser wird und schaumig wird. Auch hier wieder 15 Milliliter drin enthalten. Achso, und bei Lumen hast du halt auch immer relativ gute Inhaltsstoffe, ne? Also es ist 98% natürlichen Ursprungs in dem Sinne und es ist ein veganes Produkt, auch wieder sehr interessant. Also bei Pflegeprodukten kann ich halt da nicht so super viel jetzt zu sagen, weil ich die noch gar nicht so ausprobiert habe, aber ich freue mich drauf, es auszutesten. Hier haben wir die Nummer 4. Hier steht jetzt mal was drauf. Happy Holidays from Lumen. Ach, guck dir das an. Du hast auf lumen.com mit dem Code, der hier angegeben ist, nee. Doch, mit dem Code, der hier angegeben ist, 20% Rabatt bis vom 4. bis 23.12. Also das muss man dann wirklich auch in der Zeit dann machen, ne? Ja, okay. Ist nett. Und dann haben wir hier eine Stay Definition Long Lasting Mascara drin enthalten. Das finde ich ja cool. Ja, also richtig, richtig großartig. Ich muss mir nochmal Weihnachtsbriefe von Felix durchlesen, um genau herauszufinden, wie das jetzt in Finnland läuft mit Weihnachten und mit Nikolaustag und so weiter. Das weiß ich jetzt so nicht. Deswegen kann ich da jetzt auch nur hoffen, dass da an 6 und 24 dann auch ein bisschen mehr drauf Acht gegeben wurde. Das ist ein tannenbaumförmiges Faserbürstchen. Sieht sehr schön aus. Coole Sache. Eine Full-Size-Mascara einfach mal hier mit drin, ne? Das macht Sinn. Die Boxen sind auch ein bisschen so angeordnet, dass wenn du jetzt eins rausnimmst, nicht direkt alles krabuff runterrast. Jetzt bei der 4 ist ein bisschen was runtergekommen, aber es war nicht schlimm. Hier habe ich jetzt den Tag von Nikolaus, den 5. Dezember. Und hier haben wir ein Nordic Sea Glow Renew Night Serum mit 8 Millilitern. Also auch hier ein Nachtserum mit Vitamin C. Sehr interessant. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Radiance Elixier Triple Glow und Night Serum. Also da wird wahrscheinlich von den Inhaltsstoffen her auch ein bisschen was anderes drin sein, denke ich jetzt mal. Weiß ich jetzt aber nicht. Das ist jetzt so glitzernd. Glitzert das auch von innen? Ich möchte mir das mal eben angucken. Ich bin ja schon ein bisschen neugierig, ne? Kriegst du nicht gut auf hier. Oh, das ist mit so einem Spatel. Nee, das ist einfach nur eine normale milchige Flüssigkeit.
die einen super angenehmen, sehr, sehr angenehmen Duft hat. So Orange, ja. Der 6. Dezember ist für uns der Nikolaustag und es fühlt sich auch etwas schwerer an. Wir haben hier ein Glasflakon mit Pumper drin enthalten. Das ist ein Nordic Hydra Moisturizing Prebiotic Oil Cocktail. 15 ml sind hier drin. Das würde ich dann dementsprechend natürlich auch schütteln, damit die Phasen sich verbinden. Ich weiß nicht, was macht man damit? Check before use steht hier auch drauf. Apply to face. Musst du drauf machen und dann wird es wahrscheinlich Feuchtigkeit spenden. Ach so, und wahrscheinlich ist es dann mit einer Ölphase und hier unten dann mit Hyaluron oder sowas. Sehr interessant. Die Nummer 7 habe ich jetzt hier und da ist wieder ein Tiegel drin enthalten. Nordic Ageless Radiant Youth Night Cream. 15 ml. Sehr schön. Also bei diesem Adventskalender bin ich mir relativ sicher, dass wir halt auch sehr viel Pflege enthalten haben. Deswegen versuche ich schon so ein bisschen meiner Linie treu zu bleiben. 3 von jeder Sorte, also 3 Cremes, 3 Seren und so, ne? Wobei 3 Seren, da wären wir jetzt schon völlig. aber an und für sich gehe ich davon aus, dass hier von jeder Kategorie vielleicht auch ein bisschen mehr drin ist. Dann, oder? Weiß ich nicht. Wie streng möchte ich jetzt gerade sein? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Aber dann müsste ich jetzt sagen, okay, wir haben 3 Serien, mehr will ich eigentlich gar nicht haben. Aber eigentlich will ich schon mehr haben, weil ich mehr ausprobieren will. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und hier haben wir drin Brow Care, ein Fixing Gel in Transparent. Sehr, sehr cool. 5 ml haben wir hier drin. Also die Make-up-Produkte werden safe sehr bald dann auch in Anwendung hier genommen. Denn das, was die liebe Steffi gezeigt hat, sah so schön aus. Super natürlich und sehr, sehr angenehm. Also einfach ein klares Augenbrauengel mit so einem coolen Spoolie. Dann schauen wir mal, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Da haben wir einen weiteren Tiegel drin. Und das ist ein Nordic Hydra Intense Hydration Moisturizer. Parfümstofffrei. 15 ml haben wir hier drin. Also auch das ein Produkt, was man dann verwendet, um der Haut wieder Feuchtigkeit zu geben. Oder Intensivfeuchtigkeit zu geben. Und das ist sogar parfümstofffrei. Sehr cool gemacht, ne? Und bislang würde ich auch tatsächlich sagen, dass es Produkte sind, die auch unabhängig vom Hauttypen verwendet werden können. Okay, jemand, der eine Mischhaut hat und vielleicht auch eine ölige Haut hat, möchte nicht unbedingt Glow in die Haut bringen. Aber ansonsten finde ich, ist es ganz solide. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Da haben wir ein Typchen drin. Natural Glow Skin Tone Perfector in der Farbe Cherry Blush. Bist du ein Blush? Cherry Blush, ja. Geil. 20 ml haben wir hier drin. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Schauen wir mal. Oh, ja, da habe ich schon mal ordentlich was, ne? Oh. Wird aber sehr leicht auf der Haut, ne? Also das ist jetzt nicht Bam in your face. Muss ich mal gucken, wie sich das dann auch in einem Full Face verhalten würde. Hat einen intensiv blumigen Duft. Holla, die Waldfee. Genau. Die erste Schnapszahl habe ich jetzt hier, die Nummer 11. Da ist wieder so ein Serum drin. Oder nee, eine Essenz. Vegan Kollagen Essenz aus der Nordic Bloom Reihe mit 8 ml. Mit so einem Spatel mit dabei, dass du das Produkt besser rausbekommst. Finde ich auf jeden Fall besser, als wenn da halt gar kein Applikator mit dabei wäre, muss ich gestehen, ne? Deswegen passt das schon. Und ja, Kollagen ist immer ganz gut. Das plumpt die Haut auch so ein bisschen auf. Sehr interessant. Die Nummer 12 habe ich jetzt hier. Das ist die Halbzeit. Normalerweise kann ich euch zu den einzelnen Produkten ja auch immer so ein bisschen was mit an die Hand geben. Ein paar Erfahrungsberichte oder so. Bei dem Adventskalender ist es jetzt nicht so, weil ich halt die Marke noch gar nicht so ausgetestet habe und mir genau aus diesem Grund den Adventskalender ja auch bestellt habe. Selber, ne? Nordic Sea Fresh Glow Brightening Gel Mask liebe ich. 15 ml. Also, ja, Masken und ich sind große Freunde. So ein Produkt verwende ich einfach gerne auch morgens während des Zähneputzens, dass ich da schon mir eine Maske drauf mache. Dann lasse ich die halt so lange einwirken und wasche mir dann sowieso das Gesicht komplett ab. Die Nummer 13 habe ich jetzt hier und sie eröffnet die zweite Halbzeit. Auch hier ist ein Tiegel drin enthalten. Nordic Bloom Lumo Vitality Anti-Wrinkle Revitalize Overnight Balm. 15 ml. Das wird dann eine sehr reichhaltige Creme sein, die man dann am besten als Nachtcreme verwendet und dann natürlich am nächsten Morgen abwäscht. Die Nummer 14. Sehr, sehr schwer und da habe ich auch ein größeres Produkt drin, 50 ml von der Nordic Hydra Oat Milk Oil Cleanser Reihe with Nordic Oat and Nordic Birch Sap. Was ist Birch Sap?
Also Birken, irgendwas. Sensitive and all skin types, sehr, sehr schön. 99% sind hier natürliche Inhaltsstoffe und das ist auch duftstofffrei. Also da scheint es auch verschiedene Reihen bei Lumen zu geben, sodass man da auch wirklich für den jeweiligen Hauttyp was finden kann. Und ja, ein Reinigungsprodukt brauchen wir, ne? Also das ist halt immer so auch der erste Schritt der Gesichtspflege, nämlich die Reinigung des Gesichtes. Hier habe ich jetzt den auch ebenfalls sehr schweren 15. Dezember und da haben wir ein Setting Spray drin. Wie geil! Skincare Infused Make-up All Skin Types, 50 ml haben wir hier drin und das soll halt auch Glow spenden und das ja, Make-up dann besser haltbar machen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Make-up lieben wir und ich finde, dass es auch bislang Make-up-Produkte sind, die auch wirklich vollkommen unabhängig davon sind, was für einen Turn man hat oder so. Klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 16 sein. Schauen wir mal hinein. Das ist wieder so eine Serumgeschichte mit 8 ml, wo du auch einen Spatel drin hast. Genau, 8 ml. Nordic Clear Balancing Daily Serum. Sowas kann ich auch als trockenes Häutchen in der Erdbeerwoche sehr gut gebrauchen. Und ja, finde es auch schön, dass es mit dabei ist. Wir sind schon am 17. Dezember angelangt. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Und hier begrüßt uns wieder ein quasi dekoratives Kosmetikprodukt. Nein, es ist ein dekoratives Kosmetikprodukt. Luminous Shine Hydrating and Plumping Lip Gloss habe ich hier drin. Das dürfte auch eine Full Size sein mit 5 ml. Da haben wir einfach so einen kleinen Applikator. Ich mag Lip Gloss einfach super gerne. Trage das einfach auch echt gerne im Alltag. Das ist immer mehr so mein Vibe, ne? Und freue mich da tatsächlich sehr drüber. Also auch meinem Fullface Lumen wird, glaube ich, das nimmt hier gerade immer mehr Gestalt an. Das finde ich schön. Der 18. Dezember begrüßt uns freundlich, hoffe ich mal, in der Weihnachtswoche. Hier haben wir 50 ml von dem Nordic Hydra Aqua Luminescence Beauty Lotion Produkt drin mit Hyaluronsäure, Nordic Birch Sap und soll für alle Hauttypen geeignet sein. Was mache ich denn mit einer Beauty Lotion? Ist das einfach ein Toner? Weil das sieht halt flüssig aus, ne? Ich hätte das jetzt einfach mal von der Konsistenz ja als ein Toner gesehen. After Cleansing, genau, machst du es drauf. Und das wird dann wie ein Toner sein. Finde ich echt cool. Also du hast hier eine gute Hautpflegeroutine auch mit den Lumen-Produkten zusammengestellt bekommen. Ne? Bislang bin ich echt begeistert. Die Nummer 19. Hier haben wir sicherlich einen Tiegel drin. Aufgrund der Größe macht das jedenfalls Sinn. Hier haben wir auch wieder so ein Overnight-Gedönsen. Aber das ist aus der Nordic Sea-Reihe. Overnight Bright Sleeping Cream. Und da sind 15 ml drin enthalten. Also eine Nachtcreme. Ja, wir haben hier einige Tagescremes und einige Nachtcremes drin. Da kann man sich halt einfach so ein bisschen durch das Sortiment testen. Vielleicht ist das okay, wenn ich das positiv bewerte. Schreibt mir das aber auch gerne mal jetzt auch gerne schon in die Kommentare. Denn ich persönlich finde das gut. Das gilt jetzt einfach mehr so danach, dass ich finde, Marke austesten. Das ist halt so mein Hintergrund gerade, weil ich die Marke auch gar nicht so sehr kenne. Ich weiß, bei Asam war ich da relativ kritisch. Also da, Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir ein sehr schweres Kläppchen wieder drin, weil der Flakon auch wieder aus Glas ist. Nordic Bloom Anti-Wrinkle and Firm Moisturizing V-Shape Serum mit 15 ml. Ein Pumper aus Glas mit einer Glasflasche hier unten. Finde ich sehr, sehr hübsch. Also die Bloom-Reihe spricht mich schon ab. Aber ich glaube, in der Nummer 21 erwartet uns noch eben schnell ein dekoratives Kosmetikprodukt vielleicht. Overnight Care Lash and Eyebrow Serum. Aha, interessant. 5 ml. Ich bin ja mega der Fan von meinem Grande Lash, ne? Also da habe ich bislang halt auch noch nichts gefunden, was wirklich so intensiv ist. Das von Özlem aus dem El Anilo Shop. Das Lash Lamp ist auch sehr, sehr gut. Aber Grande Lash ist halt unschlagbar. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Hier muss ich mir die Inhaltsstoffe online mal durchlesen, um zu schauen, ob das was für mich wäre. Was ich halt auch schon viel gemacht habe, wenn es halt Produkte sind, die so Rizinusöl oder so pflegende Inhaltsstoffe für die Wimpern enthalten, dass ich das halt kombiniert habe. Ne? Also eins, was die Wimpern daran abhält, auszufallen mit Hormonen halt und eins mit Ölen, Rizinusöl und so weiter, was die Wimpern davon abhält, abzubrechen. Das ist nämlich auch noch so dieses on top. Die zweite und letzte Schnapszahl ist die Nummer 22 und da haben wir wieder ein Tiegelchen drin. Ich würde tatsächlich auch mal so langsam eine Augencreme vermissen, muss ich gestehen. Hier haben wir aus der Nordic Ageless Reihe die Radiant Youth Day Cream, aber mit Lichtschutzfaktor 30, 15 ml. Das finde ich super. Lichtschutzfaktor ist auch im Winter echt ein Ding. Da sollte man
wirklich darauf aufpassen, dass man sich immer regelmäßig eincremt. Und auch wenn die Sonneneinstrahlung nicht so intensiv ist, immer ein bisschen Lichtschutzfaktor. Tut ja nicht weh. Dann schauen wir mal, was wir am Tag vor Heiligabend machen dürfen. Da habe ich auch wieder so ein Ding drin mit so einem Spatel aus der Nordic Hydra Reihe Aqua Serum mit 8 Millilitern. Ja, die Feuchtigkeit, die möchte gerne in unser Gesicht. Das macht auch zu Heiligabend oder halt zu Weihnachten durchaus Sinn. Denn es ist ja auch die kalte Jahreszeit, da trocknet alles ein bisschen mehr aus. Warum steht hier eigentlich ein Spiegel auf dem Tisch? Man weiß es nicht. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn wir das am 23. Dezember drin haben. Aber jetzt bin ich so gespannt, was wir uns an Weihnachten so gönnen dürfen. Hoffentlich eine Augencreme, oder? Also von der Größe des Kläppchens wird hier einiges reinpassen. Und hier haben wir auch die Augencreme drin. Sehr gut. Also ich habe sie wirklich vermisst und ich hätte es auch ein bisschen schade gefunden, wenn wir hier keine im Adventskalender drin gehabt hätten. Nordic Sea Glow Awakening Eye Cream. Und da haben wir echt eine Full Size, denke ich mal, drin mit 15 Millilitern. Finde ich super. Also da haben wir wirklich, wirklich, wirklich geile Produkte drin, sofern sie denn funktionieren. Das weiß ich ja noch nicht. Also wenn ihr auch so interessiert an Lumen seid, wie ich es bin, dann schaut euch definitiv mal den Adventskalender an. So ein schöner Mix aus dekorativer Kosmetik und Pflege, würde ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, also ich bewerte das jetzt als jemand, die eine trockene, sensible Haut hat. Ich würde hier alle Produkte draus verwenden, ne, ohne jetzt irgendwie zu denken, dass es nicht irgendwie für mich verträglich wäre. Ob mein Gesicht das dann letztendlich verträgt, sehe ich dann in der Anwendung. Ich finde es großartig, dass wir halt auch diese dekorative Kosmetik mit dabei haben, dass wir da auch ein bisschen in diese Richtung reinschnuppern dürfen, aber halt nicht super Aufwendiges oder Krasses, ne? Sodass man da halt einen Hauch von einfach mal ausprobieren kann. Und auch die Pflegeprodukte gefallen mir einfach gut. Ich, ja, bin von dem Adventskalender wirklich hin und weg. Ich mag ihn optisch gerne leiden, ich mag ihn von innen gerne leiden. Also nicht nur dieses Innenleben, was extrem schön aussieht und wiederverwendbar ist, ne? Und hier steht einfach nur ein schöner Spruch drauf, sondern auch von dem, was ich ausgepackt habe. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, da können wir uns auch einfach mal gerne austauschen. Denn ich kenne halt die Wirksamkeit von Lumen noch nicht so wirklich. Vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung, könnt sagen, ja, da sind einfach die Topseller, die besten Produkte überhaupt drin enthalten und das ist ein Mega-Knaller. Oder ihr sagt, nee, es ist alles nur irgendwie einmal Lager durchgefegt und rein damit. Schreibt mir das sehr gerne hier in die Kommentare rein. Und ja, dann wäre es auch schon wieder hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.